Was geht ab, ihr Luschen draußen? Herzlich willkommen hier auf V2.0 mit mir, Expo Scherbel, und heute auf der Karte Shaolin Shuffle im Zombie-Modus bei Call of Duty Infinity Warfare. Zeige ich euch, wie man out of map kommt, Leute. Es ist ein ganz, ganz kleiner, geiler Glitch. Und wie er funktioniert, hier eine kurze mal Anweisung für euch. Ihr taucht Kranich, glaube ich, war das blaue. Ihr müsst es auf Stufe 3 bringen. Dann rennt ihr hier hoch über die Diskothek. Und hier den Punkt kennt jeder von euch, da brauche ich nichts zu erklären. Einfach dahin stellen, mit der Handspitze quasi die Ecke anvisieren und dann LBRB drücken für den Jump Kick quasi. Und schon ist man aufs andere Dach gesprungen. Ja? Man ist quasi schon out of map. Nochmal hier ein kleines Trick. Also ihr nehmt euren Saft, ihr trinkt es. Ihr müsst es schon auf Stufe 3 haben. Einfach wie gesagt mit dem Finger oder so die Ecke kurz anvisiert und dann die zwei Tasten oben LB und RB einklicken. Und schon seid ihr oben auf der Kante oder direkt auf dem zweiten Dach gelandet. Und wenn ihr auf der Kante seid wie ich, kein Problem, einfach rüberjumpen und schon seid ihr da. Und natürlich könnt ihr euch hier komplett austoben. Ja, der hat sich natürlich gleich hier vorne rausgespawnt. Aber normalerweise spawnen die nicht draußen. Aber wenn ihr mal hier oben seid und dann könnt ihr wie gesagt einfach rausjumpen und out of map gehen. Euch überall erkundigen, was es hier zu holen gibt. Freunde wiederbeleben von hier hinten. Könnt ihr zum Beispiel auch euer magischen Trink holen und wieder saufen. Passt aber auf diesen zwei schwarzen Stellen hier auf. Hier sieht man es ganz genau. Alles, was schwarz ist, führt quasi ins Abgrund, ins Tod, ins Nix, ins Verderben, Leute. Und bleibt einfach immer auf der festen Straße. Ich weiß nicht, ich bin jetzt ein bisschen vorgelaufen letztens. Ja, da steht keine Nummer drauf fürs Easter Egg. Aber ich bin schon vorgelaufen und ab einem bestimmten Punkt fliegt man bestimmt wieder aus der Karte. Aber ich weiß nicht, wie weit, wo weit und was auch immer man gehen kann. Aber wenn ihr da aus der Karte seid und habt noch das Schwert und dann seid ihr eigentlich unsterblich. Ihr könnt einfach hier Kills machen, ohne Ende Punkte machen und dann quasi mit einem Selbstmord oder out of map springen, komplett ins Schwarze, dann könnt ihr einfach das Geld, was ihr hier hinten eingesammelt habt, dann schön ausgeben und dann wieder sofort das den Kranich oder was es war nochmal, das blaue Saft, das ist auf jeden Fall der blaue Saft. Ich kann sie alle vier noch nicht so richtig auseinander unterscheiden, aber hier sieht man auch das Geschütz, das hole ich mir jetzt mal gleich, man kann alles hier schön nutzen. Man muss einfach so einfach mal geschnappt und kann es schön überall platzieren. Man kann sich aber auch, wie gesagt, hier in der Ecke hinstellen und warten, bis eine Horde eingesammelt ist. Am besten einen Schritt zurück von dem Gelände hier, dann passiert euch auch nichts. Und ihr könnt, wie gesagt, von hier aus oder von der anderen Seite aus komplett immer wieder eure Freunde wiederbeleben. Euch tut kein Zombie was, kein explodierender, kein Kung-Fu, Hustle, Muscle, Zombie kommt euch zu nahe. Es passiert einfach gar nichts. Das finde ich einfach, wie gesagt, einen geilen Glitch. Und aber wichtig ist, wie gesagt, ein kleiner Schritt zurück von der Kante hier. Und dann kann euch auch keiner treffen, ja. Also es macht richtig, richtig viel Spaß. Und jetzt haben wir noch eine Minute und jetzt muss ich noch eine Minute hinterher labern, dass das Video voll gefüllt ist mit meinem Gelaber, weil ich weiß doch, ja, ich weiß ganz genau, wie ihr drauf steht, wenn ihr meine geile Stimme hört. Und ja, ich gucke, dass ich auch ab und zu ein paar Videos mehr machen würde. Ich ein paar Likes, mehr Kommentare oder was auch immer von euch bekommen, würde ich auch mehr Videos in der Art machen, aber da leider momentan so wenig, gezeigt wird von euch, dass Interesse besteht an sowas, lade ich halt nicht mehr so oft runter hoch, aber hier mal wieder, wie gesagt, so ein kleines Bonusclip und jeden Tag Infos, Tipps und Tricks gibt es trotzdem noch von mir. Der Link ist in der Videobeschreibung. Da geht es zu meiner Homepage www.topgamingnews.de. Das war es auch, Leute, von mir. Ich hoffe, der Glitch hat euch gefallen. Der war easy. Er ist leicht nachzumachen. Leute, liken, kommentieren, abonnieren. Peace and out.